Ja, ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu einem neuen Spiel, was ich finde, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Allein schon der Soundtrack, den wir gerade hören, das ist, ganz ehrlich, das ist der Wahnsinn. Also ich habe noch nie ein Spiel gehört, bei dem, also schon lange kein Spiel mehr gehört, bei dem der Soundtrack wirklich so schön war. Ich hoffe, wir haben sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch. Es ist kein RPG-Horrorspiel. Es ist kein irgendwie mit übelster Action, glaube ich, und so. Es ist einfach ein sehr schönes Spiel, aber auch ein sehr trauriges Spiel, wie ich gehört habe. Und es wurde mir von einigen Seiten wärmstens empfohlen. Deshalb möchte ich dieser Empfehlung einfach nachkommen und wir spielen To the Moon. Da waren gerade zwei Personen auf der Bank. Ah, Musik, Kan, Gao und Laura Shigihara. Oh Mensch, Leute, ihr seid richtig geil, ganz ehrlich. Nein, Musik, bleib hier. Oh, schön. Das war jetzt nicht so schön. Wer stört denn da die Poesie des Augenblicks? Was sind das für Deppen? Gegen Baum gefahren? Punkt, Punkt, Punkt. Dr. Rosalene, wo bist du denn mit deinen Gedanken, Neil? Armstrong. Nee, wo bist du denn mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Da ist das Eichhörnchen. Du hast es trotzdem überfahren! Oh, naja, ups, und der Wagen ist schon im Arsch, passiert. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Sie sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher der Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, dann kannst du ja, dann kannst du alles so in deinem Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung, die ist besonders wichtig, deshalb ist sie gelb unterlegt, aus dem Wagen, der ist irgendwie ebenfalls wichtig, deswegen ist der gelb unterlegt, holen und losgehen. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich von meinem eigenen Stimmeverstellen verschluckt. So, ach so, das steuert man auch noch mit Maus? Ah nee, ich kann auch mit der Tastatur steuern, hä? Ausrüstung erhalten! Hab das Mistding, lass uns loslegen! Rechte Maustaste drücken, um das Menü aufzurufen und zu schließen. Okay, rechte Maustaste. Ah, okay, Notizen. Inventar, wir haben Ausrüstung in Inventar. Okay, Patient offline. Okay, ach du Scheiße. Okay, speichern, laden. Wir haben zwei Charaktere offensichtlich. Cool, aber hier können wir noch nicht viel machen. Hä? Nein? Hey, 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 hey. Wow, ganz ruhig. So, ihr müsst mich entschuldigen. Ich bin leider gezwungen, auf einem ganz kleinen Bildschirm, also auf einer ganz kleinen, in einem ganz kleinen Fenstermodus zu spielen, weil das Spiel sich im Vollbildmodus irgendwie nicht aufnehmen lassen möchte. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Wir müssen ja jetzt mit der Ausrüstung den Wagen reparieren, oder? Nee, eine brandheiße Karre. Was hat der vorhin gesagt, was wir jetzt machen müssen? Ah nee, wir müssen die Ausrüstung aus dem Wagen nehmen, hat er gesagt. Und jetzt so, wohin? Weg zum Haus der Wilds. So, ein Schild aufzustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist ja schon fast eine Einladung für Einbrecher. Ich weiß gar nicht, ob die Stimme für den überhaupt gerechtfertigt ist. Der sieht ja noch gar nicht so alt aus. Da sollte ich mir lieber aufsparen, wenn mal so ein alter Knacker kommt. Ach, guck mal, hier sind kleine...
Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Hast du wieder gesoffen, oder was? Oh, wie nett von Ihnen zu existieren. Oder wir nehmen für den erstmal eine normale Stimme, denke ich. Hey! Ach nee, hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Wie du immer an mich denkst. Nee, das geht ja gleich schon wieder in so eine Richtung. So, was liegt hier? Okay, nix. Und jetzt geht die Frau vor, oder wie? War das vorhin schon auch so? Und das Vögelchen ist weggeflogen. Okay, ich will nur mal abchecken, was es hier alles gibt. Aber ich muss sagen, das Ganze von der Aufmachung her, das wirkt sehr gekonnt und sehr schön. Oh, ein fetter Stein, geil. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Oder wir erschrecken ihn, sodass er von alleine wegrollt. Guck ihn mal kurz an. Nein, Quatsch. So, Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Mit den Händen bewegen, einen Ast finden, Mission ab... Ach, wie, jetzt kann ich schon entscheiden? Das ist ja cool. Wir nehmen mal einen Ast finden. Ein Ast wird reichen. Oder deine hohle Birne, die wir gern gegen den Stein knallen. Und schon bin ich über einen Ast drüber gelaufen und... Ja, keine Ahnung, läuft alles von alleine. Super, ha! Okay, hoffentlich funktioniert das. Hä? Was war das? Hä, war das ein aufgeblasener Stein? Wieso ist denn der jetzt so komisch zerplatzt? Das! Hast du das auch gesehen? Punkt, Punkt, Punkt. Sowas wie ein Ball. Und wir machen uns hier die Mühe. Na gut, egal. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Bewegung. Oh, guck mal, noch ein paar Eichhörnchen, die da rumgetollt sind. Das war ja so niedlich. Und wieso haken wir jetzt an einem Baum fest? Keine Ahnung. Aber hier ist... Nee, das ist ein Zaun. Ach so. Ach, guck mal, wie schön. Aber ich muss sagen, die Karte ist wirklich schön. So, klappen wir nochmal. Hallo. Mach auf. Oh. Och. Mom, Sie sind da! Was, das soll die Mutter sein? Die sieht aus wie, auch ein Kind. Entschuldigung. Ich guck am Fenster und laufe dann zum anderen Fenster, um besser zu gucken. Kein schlechter Ort, um im Rennen, um in Rente zu gehen. Was? Da geht noch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Baby. Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz husten. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund! Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Oh, das geht ja wirklich in die Richtung, die ich hier schon probiere zu formen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider werden... Was? Und die Tür ist aufgegangen und wir lassen einfach das Zeug. Achso. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot! Na los, Idiot, hol mal die Sachen und dann laufe. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Und ich gehe rückwärts auf die Tür zu, weil ich Angst habe, dass ein Wolf mich von hinten anspringt und tötet. Wahrscheinlich. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind.
Dr. Watts und Dr. Rosalene, nehme ich an. Oder Dr. Watts und Dr. Rosalene, nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sie sind die Tochter des... sind Sie die Tochter des Patienten? Oh, nein, ich bin nur die Pflegerin. Oh Gott, das sind die scheiß Kinder. Und das sind meine Kinder, Sarah, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, er möchte lieber so genannt werden. Er möchte nur lieber so genannt werden. Boah, tut mir leid, ich weiß gar nicht, was meine Leseskills heute machen. Die sind wahrscheinlich eingepennt. Aber auf dem kleinen Bildschirm ist es echt anstrengend. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann, schnappt ihr den Koffer und los geht's! Zur Hexenverbrennung. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadenersatz. Und jetzt wieder Bewegung, wir nehmen uns die Kiste, Ausrüstung erhalten. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Ist aber auch komisch, die landen mitten irgendwie im Wald. Autounfall und zufällig ist das Haus, wo die hin müssen, oder wie? Nach oben? Ja, nein. Nö, wir gucken uns vorher noch um und plündern. Na? Jetzt nicht herumsprenzen, ja? Wieso gehen die automatisch schrägen? Ich will keine Schrägen laufen. Oh, es ist... Was? Die Uhr hat nur einen Zeiger. Wie soll ich denn jetzt wissen, wie spät es ist? Achso, da sind Treppen. Für River. Wow. Was ist denn das für ein Lied? Es hat nur zwei Noten, die sich ständig wiederholen. Tja, das nennt man Moderne. Schauen wir mal, ist das ein Telefon da auf dem Tisch gewesen? Ach, guck mal, wir können noch... Der Patient wartet oben, wir verschwenden besser keine Zeit, obwohl wir das gerade tun und der wahrscheinlich abkratzt. Entschuldigung. Der Patient wartet oben, achso. Ich glaube, es laggt gerade ein bisschen, kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, es laggt. Nach oben? Ja? Nein? Ich möchte mal ganz kurz nochmal in unser Menü gucken, ob wir jetzt zumindest speichern können. Ah ja, wir können speichern. Cool. Okay, cool. Schön, schön. Dann mal den Mauszeiger wieder verschwinden lassen. Ja, wir gehen nach oben. Okay. Ach nee, das sind bestimmt die Kinder. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Die Todesmelodie, die alle Menschen vernichten wird auf der Erde. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Ah. Ach stimmt, es ist wirklich relativ simpel vom Klavierspiel. Also es ist jetzt nicht das Anspruchsvollste, was die da spielen. Es sind immer nur diese dazu noch mit der anderen Hand da die Dingsbums. Naja. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ich bin so stark. Ja, komm schon. Achso, jetzt muss ich wieder steuern. Ich krieg das immer nicht mit. Guck mal, wir plündern erstmal die Kommode, bevor wir hingehen. Okay, können wir nichts machen. Dann reden wir doch einfach mal mit der Lilly. Wollen Sie aufbauen? Maschine absetzen? Erstmal umsehen. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen, bis ich es fallen lasse auf deine Füße. Haha, aber danke der Nachfrage. Wer ist denn der Typ hier?
Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Gut, ja, dann machen wir doch einfach mal. Bauen wir das Gerät auf, ne? Wollen Sie auf Bonn? Na klar, Maschine absetzen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Ich glaube, es laggt ein wenig, weil ich gerade diesen Bildausschnitt verändert hatte. Das tut mir sehr leid, das ist vielleicht ein bisschen doof jetzt gewesen. Also diesen Bildausschnitt von dem, was ich gerade abfilme beim Aufnehmen. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh Mist. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Okay. Ach, herrje. Wie macht er sich? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen. Er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Für unsere perfiden Experimente, um ihn zu zerstören. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen, aber Striche und Nutten kosten extra. Ich glaube, ich mache mit den Witzen irgendwie das Gameplay in den Arsch, aber das ist meine Art, es tut mir leid. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Interpretiert. Selbstverliebtes Miststück. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Fragezeichen. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden noch immer abgedrehter, was? Also, ist das möglich? Kommt darauf an, wie viel Bares ihr im Haus habt. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht mehr sehr viel. Nicht sehr viel, meine Güte. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Die ist eine tolle Haushälterin, mehr wüsste ich nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Genau so ist es, Dr. Watts. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen, er hat sie ja beide beauftragt. Gut, dann machen wir das. Und wenn was Bares rumliegt, packen wir es gleich ein. Johnny hätte das bestimmt so gewollt. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Oh, wer geht los und durchsucht das Haus? Was? Ich glaube, er ist der Experte im, in der Maschine und sie ist die Expertin im Sachen mitnehmen, also sie. Danke für das Angebot, aber ich bin voll damit ausgelastet, einen Backenabdruck auf diesem Stuhl zu hinterlassen. Das ist gut. Okay. Gut, weitermachen. Tommy und Sarah könnten sie herumführen, wenn sie sie sind wahrscheinlich unten am Piano. So, jetzt müssen wir uns wieder bewegen und gehen zu Tommy und Sarah, aber ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich bin's total, wie gesagt, habe ich noch gar nicht erwähnt, es ist blind, ich kenn's noch gar nicht. Es macht aber einen sehr, sehr positiven Eindruck und ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!